Yeah, thank you. Yeah, I thought tonight in the first period especially, it was hard for us to create momentum. Those three penalties, I thought gave momentum to Düsseldorf. We didn't get scored on, but our penalty kill was definitely exposed a little bit. And you know, we had the young Stettmer in net, who made some timely save for us and bought time, enough time for us to, you know, find our way and kind of get back into this hockey game. So I'll be able to capitalize in the first period with a couple of opportunities and score. But you know, second period, I thought we played much better, much more compact, and you know, made a lot of good plays. And yeah, it was kind of a game where, you know, once we were up 3-0, we're trying to you know, play smart hockey, keep the puck in front of us, and not give anything for free. I thought the guys did a good job, and you know, really proud of them. It took a full team effort against a very good hockey club that's playing extremely well right now. Düsseldorf is playing extremely well, so guys were ready, and we're happy with the 3 points. Thank you. Vielen Dank. Ich übersetze kurz. Er hat gesagt, dass die Eisbären schwer in die Partie gekommen sind. Das erste Drittel, da lag das Momentum eigentlich auf der Seite der DEG, vor allen Dingen wegen den ganzen Strafen. Aber der Torhüter Stettmer hätte alles dafür getan und hätte den Eisbären Zeit gekauft, um ins Spiel zu kommen. Im zweiten Drittel lief es dann deutlich besser. Und wenn man, so hat er es gesagt, einfach 3-0 führt, dann gibt man es nicht mehr einfach so her. Aber er hatte auch Lob für die DEG und hat gesagt, dass sie aktuell eine sehr gute Phase haben. Und die Jungs, die Eisbären, mussten alles tun, um die DEG heute zu schlagen. Vielen Dank, Thomas. Ja, guten Abend und Glückwunsch an Serge und seine Mannschaft. Ja, ich denke, wir haben gut angefangen, sind gut aus der Kabine gekommen, gerade die ersten Minuten, sind gut Schlittschuh gelaufen, sind vorwärts gegangen, kriegen dann eigentlich ja, aus dem Nix durch den Konter das 1-0, wo man na, so ein bisschen uns die Luft rausgenommen hat. Haben dann aber trotzdem im ersten Drittel, kriegen dann auch noch ja, das 2-0 in der defensiven Zone. Und Schuss aufs Tor ist abgefälscht, aber haben dann im Powerplay viele Möglichkeiten, gut rausgespielte Möglichkeiten, um da einen Anschlusstreffer noch zu erzielen. Haben die Scheibe gut bewegt, haben es dann aber leider nicht geschafft, ein Tor zu schießen oder auch zwei. Und ja, kriegen dann im zweiten, dritten Gegentreffer am Ende vom Unterzahl, das wir auch wieder gut killen eigentlich. Und dann ist ein Schuss, ein Nachschuss, wo wir ums Tor rum ein bisschen tiefer zum Tor kommen müssen, aber dann ist es gegen Berlin natürlich, wenn du da 3-0 hinten bist, dann spielen sie es natürlich schlau. Ne? Das, wie Serge gesagt hat, die halten dann die Scheibe vor sich, verteidigen es gut. Wir haben alles versucht und waren heute aber im Allgemeinen ums Tor herum ein bisschen zu harmlos. Ich glaube, der Stettmer, ich weiß nicht, ich glaube, wir haben so um die 40 Mal, glaube ich, aufs Tor geschossen. Und der Stettmer hat recht oft freie Sicht gehabt. Und ja, da müssen wir ab und zu mal dem die Sicht nehmen oder für die Rebounds da gehen. Und ja, haben es heute leider nicht geschafft, die Scheiben hinter die Torlinie zu bringen. Danke. Vielen Dank. Gibt es Fragen an die Bayern? Bernd Schwickerath, Rheinische Post. Ja gut, ich meine, das Spiel ist also, Entschuldigung. Eine Frage, ob man nach 5 Siegen gegen den Tabellenführer auch mal verlieren kann. Gut, du spielst natürlich, wie du sagst, gegen Tabellenführer. Gegen Berlin ist immer extrem schwer, eine Top-Mannschaft. Wir hätten uns natürlich 3 Punkte gewünscht, gerade nach den 5 Siegen, die wir jetzt geholt haben. Aber einen Rückschritt nicht mehr. Wir müssen gucken, dass wir wieder einen Tank auffüllen, uns regenerieren und dann am Freitag alle bei 100% haben und da nochmal kurz vor der kleinen Pause alles aus jedem rausquetschen.